Wer davon lebt, Müslischalen zu töpfern und zu verkaufen, verkauft heute nicht mehr einfach Müslischalen. Man muss jetzt auch Videos davon machen, wie so eine Müslischale überhaupt entsteht. Man braucht also nicht nur eine Töpferscheibe, man braucht heute auch einen Instagram-Account. Und selbst wer in irgendeine Behörde befördert wird, muss heute scheinbar auf LinkedIn seine Gefühlswelt in die Öffentlichkeit tragen. Immer honored, immer humbled. Müssen wir jetzt alle Influencer werden? Für das schleichende Einsickern von Instagram-Trends in unseren Alltag gibt es in der Sozialwissenschaft inzwischen einen eigenen Fachbegriff. Man nennt das Influencer-Creep. Und Influencer-Creep, das ist eine Anlehnung an den Begriff Mission-Creep. Auf Deutsch ist das sowas wie die schleichende Mission. Mission-Creep beschreibt ein verbreitetes Problem. Manche Missionen oder Projekte oder sowas, die wachsen so Schritt für Schritt über ihr eigenes Ziel hinaus. Und weil sie das tun, binden sie irgendwann viel mehr Ressourcen, als es eigentlich sinnvoll ist. Das gibt es im Militär und das gibt es in der Bürokratie und das gibt es auch, wenn die Schulklasse 5a Kuchen verkaufen will, um ihre Klassenkasse aufzubessern. Dann sind 2 Wochen lang alle Eltern ihre Freizeit los, um da irgendwie einzukaufen, abzustimmen und vor allem zu backen. Influencer-Creep beschreibt jetzt jedenfalls, wie Eigenschaften und Methoden aus der Welt der Social-Media-Influencer sich langsam ausbreiten, und zwar in Jobs und ins Leben von Leuten, die keine Influencer sind und eigentlich auch keine sein wollen. Den Begriff hat sich Sophie Bishop ausgedacht. Sie ist eine Professorin für Medien und Kommunikation an der Uni in Leeds. Und die hat zum Thema Influencer-Creep dieses Papier hier geschrieben. Denn was vor etwa 15 Jahren mit so Schminktutorials von Teenies vor IKEA-Regalen begonnen hat, das ist inzwischen eine hochprofessionelle und komplexe Industrie, die weltweit 2-stellige Milliardenbeträge umsetzt. Und deren Erfolg, der strahlt aus, also in unsere Jobs und in unseren Alltag. Und konkret sagt Bishop, dass es 3 Grundprinzipien gibt, die sich von Influencern in unseren Alltag ausbreiten. Erstens nennt sie Selbstvermarktung, also sich selbst zu einem Produkt zu machen. Bishop hat da mit einer Silberschmiedin über deren Instagram-Account gesprochen und obwohl die eigentlich gar keine Lust darauf hatte, sich selbst vor der Kamera zu präsentieren, hat sie das trotzdem gemacht, weil Fotos von ihrem Schmuck haben viel weniger Likes bekommen als Selfies. Aber diese Selbstvermarktung, die verlangt ihr einiges ab. Denn am meisten Likes und Kommentare gibt es, wenn man von Angst, von Trauer oder von einschneidenden Erlebnissen erzählt. Je intimer, desto besser. Dank Influencer-Creep muss man also plötzlich nicht nur gut sein in der eigentlichen Arbeit, sondern auch bereit sein, die eigenen Höhen und Tiefen mit der Welt zu teilen. Und zweitens nennt Bishop Optimierung. Damit meint sie, dass man immer dafür sorgen muss, sichtbar zu sein und das auch zu bleiben. Wie genauso Algorithmen von sozialen Medien funktionieren, das weiß eigentlich niemand. Gleichzeitig ist Sichtbarkeit aber alles. Man ist also ständig abhängig von so einer unsichtbaren Macht. Und man glaubt oder man hofft, dass bestimmte Inhalte diesen Algorithmus gnädig stimmen. Man möchte also Sachen zeigen, die besonders gut auf sozialen Medien funktionieren. Wenn jetzt eine Silberschmiedin ständig darüber nachdenken muss, was Klicks bringt, dann hat sie im Grunde einen zweiten Job. Sie stellt jetzt nicht mehr nur Schmuck her, sondern hat jetzt vielleicht eine Kamera auf dem Kopf, um jeden einzelnen Arbeitsschritt aufzunehmen und dann daraus Videos zu machen. Und drittens schreibt Bishop Authentizität. Damit haben wir uns hier ja schon mal ausführlich beschäftigt. Aber grob gesagt, diese Influencer sollen sich so zeigen, wie sie wirklich sind, wie die Arbeit wirklich aussieht. Und Bishop erklärt, dass sich dabei aber ganz große Ungleichheiten auftun. Wer seinen Beruf zum Beispiel in einem romantischen Häuschen auf dem Lande nachgeht, kann im Grunde direkt die Instagram-Vermarktungsmaschine anwerfen und alles ganz wunderbar in Szene setzen. Wer jetzt genau die gleiche Arbeit in einer kleinen, engen Stadtwohnung an einer stark befahrenen Straße macht, fühlt sich vielleicht nicht so wohl damit zu zeigen, wie die Arbeit wirklich entsteht und vermutlich käme der Content auch nicht so gut an. Was aber auch direkt die Frage aufwirft: Wer will überhaupt so viele Einblicke in den eigenen Alltag geben? Was, wenn ich Berufliches und Privates trennen möchte? Was, wenn ich euch überhaupt nicht mitnehmen möchte an meinen Frühstückstisch? Selbstvermarktung ist ja jetzt grundsätzlich nicht neu, aber Influencer haben das Thema auf ein ganz neues Level gehoben und dank Influencer-Creep kann es gut sein, dass auch ihr euch damit in Zukunft auseinandersetzen müsst. Und das auch, wenn ihr das eigentlich gar nicht wollt. Das trifft Freiberufler, die sich, sagen wir mal, als Beraterin auf LinkedIn äußern müssen, um mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Das kann euch aber auch treffen, wenn ihr in einer großen Organisation arbeitet. Corporate Influencing nennt man das da. Da kommen dann die Deutsche Bahn oder die Bundeswehr auf die Idee, ihre Mitarbeitenden auf Social Media in Szene zu setzen.
Wenn das mit der Authentizität da mal nicht so richtig klappt, dann werden diese Videos umso eifriger geteilt. Und auch für uns in der Wissenschaft macht der Influencer-Creep keinen Halt. Manche Unis werben inzwischen um Studieninteressierte, indem sie ihre Social-Media-Accounts an Studierende abgeben. Die berichten dann quasi als Studifluencer von ihrem weltbewegenden Uni-Alltag. Und naja, auch ich stehe hier ja vor der Kamera für einen YouTube-Kanal. Dabei will ich eigentlich Dokus drehen. Aber um das hier durchzudrücken, da bräuchte ich deutlich mehr Klicks. Und deswegen darf auch ich mir regelmäßig anhören, was man nicht alles tun müsste, um den Algorithmus gnädiger zu stimmen. Mein großes Glück ist bisher, dass die Tätigkeit als Sozialwissenschaftler so schrecklich unfotogen ist, dass noch niemand ernsthaft auf die Idee gekommen ist, mir an meinem Arbeitsplatz über die Schulter zu schauen.